Heute machen wir die Blut der Königin. Wir das jetzt fertig machen, weit wie es geht. Aber zuerst, da wir hier vorne am Strand sind, will ich erstmal Outfit ändern. Wenn wir schon hier sind. Ja, Kamera voll auf den Arsch und tiefer. Kann nicht drehen oder so. Sollte jetzt kein Sexismus sein oder so, ne? Wahlgesang, ja. Ja. Okay, das hat er alles drin gespeichert. Gut. Was für ein Wutteil kann ich auch anziehen? Bei ihr? Haben wir das? Außer? Was? Nee, aber wir machen hier wieder Sommergold. So, dann grüße ich erstmal Alisea und Günther. Ich hoffe, es geht euch gut. Was hast du ausgefressen? Wenn man liest, einen wunderschönen guten Abend, mein lieber Dante. Wie geht es hier? Was hast du ausgefressen? Entschuldigung. Ja, aber das geht uns genauso, wenn man dich hier irgendwie anruft. So. Ah, herrlich. So, kriege ich nur ein Ja. Okay, cool. Nicht, wieso? An diese Fragezeichen dahinter, ne? Ah, das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich. Jetzt, wo ich streame, geht es mir blendend, hervorragend. Ich bin überglücklich. Das ist doch alles, was ich erzähle. Bin ganz lieb. Oh Mann, was hast du ausgefressen? Komm, guck aus. Mach's lieber gleich, bevor es zu schlimm wird. Da war ich gerade gespürt. Was ist jetzt gut? Entschuldige mal bitte, wir sind im Shooting. Nein, warte. Sag mal, bist du vielleicht ein Kartenspieler? Supi! Ich bin Rihanna, ein Newcomer-Model. Wir haben uns etwas für eine Bilderserie überlegt. Und zwar wollen wir als Aufmacher eine Partie Blut der Königin nachstellen. Du könntest uns dabei sehr helfen. Würdest du als mein Gegner auftreten? Aber natürlich trete ich als Gegner. Du dummer Mist! Dieser ernste Blick, die verdrießlich in die Höhe gezogenen Brauen, der Schweiß, der von der Stirn tropft. Einfach perfekt. Das sind die besten Fotos, die ich je von dir geschossen habe. Und du erst Kartenheld. Das hätte ich nie gedacht, dass mir hier so ein Rohdiamant über den Weg läuft. Schon mal überlegt, Fotomodell zu werden? Oh, gute Idee. Zusammen könnten wir als Kartenmodels so richtig durchstarten. Du kommst bestimmt ganz groß raus. Was sagst du? Verzichte. Wir werden hier noch ein paar Fotos mehr schießen. Schau doch mal wieder vorbei, wenn du die Zeit findest. Nee, passe. Ah, jetzt wo ich streamen kann, geht's mir blendend hervorragend. Bin ich weitaus glücklicher. Anders wo liegen mag. Sind die Partien wirklich so? So. Ich spiele so lange, bis ich gewinne. Die, die, die. Ich könnte hier stundenlang aufs Meer schauen. Auf zum nächsten. Aus dem Weg, bedannte der ich da. Herzlich willkommen. Hier bei uns im Kosmos. Gibt es denn hier wirklich niemanden, der mal eine Weile als Sandsack herhalten könnte? Was guckst denn so? Bock auf Bambule oder was? Hey, entspann dich mal wieder. Ich rede nicht von einer Schlägerei oder sowas. Mein Name lautet McCoy. Ich bringe mich hier in Costa für die nächste Boxmeisterschaft in Form. Mit Blut der Königin schärfe ich meine Sinne und mein taktisches Verständnis. Hör mal, willst du nicht eine Runde Sparring gegen mich bestreiten? Ja, ich mit dem Schwert und du mit den Fäusten? Autsch! Ich muss leider zugeben, da hast du mich ausgenockt.
Du hattest stets die Deckung oben und hast zum entscheidenden Zeitpunkt die Treffer gelandet. Jede Gelegenheit wurde von dir gnadenlos ausgenutzt. Unser Kampf war heißer als die Sonne und hat ein Feuer in mir entfacht. Ich glaube, durch dich habe ich meinen Kampfgeist wiedergefunden. Jetzt brenne ich wieder darauf, in den Ring zu steigen. Danke dafür. Bitte? Ich habe mich gerade gefragt, woher kommt jetzt die dritte Frau? Aber okay, die gehört nicht dazu. So, haben wir hier denn noch irgendwo ein Kartenspiel? Es fehlen mir noch zwei. Ja, auf dem Schiff kann jetzt ja nicht sein. Das haben wir ja schon geschafft. Hier auch nicht. Kartenspiel, wo bist du? Siehst du? Hier haben wir noch diesen. Dann. Der dann von der Story weitergeht wegen der Blutkönigin. Aber dann fehlt mir noch einer. Wo der denn jetzt sein? Hier vielleicht? Sehe ich ihn nicht oder ich übersehe ihn? Für den Logo wieder, ne? Ihn gesehen? Ah, hab ihn gefunden. Wie gut, dass meine Community so gut aufpasst. Ja, was hat er gesagt? Die sind allesamt so bildhübsch. Da weiß ich gar nicht, welche ich einsetzen soll. Oh, hey du, du kommst genau richtig. Willst du nicht mal gegen meine Kärtchen hier antreten? Mein Name ist Dukatscha. Meine Karten lieben mich fast so sehr, wie ich sie liebe. Es gibt einen Trick, um die Liebe der Karten zu gewinnen. Und zwar muss man ihnen gut zureden, sie mit Komplimenten überhäufen und liebkosen. Jeden Tag, den ganzen Tag. Auch bei mir wird es langsam mal wieder Zeit, sie zu loben und ihnen zu sagen, wie stark sie sind. Deswegen bitte ich dich, mein Gegner zu werden. Okay. Meine heißgeliebten Kärtchen! Welch tiefer Stich ins Herz. Anscheinend lieben dich die Karten mehr als mich. Sage es mir. Welche geheimen Worte flüsterst du ihnen ins Ohr? Verstehe. Du sprichst durch deine Taten zu ihnen, richtig? Das werde ich beherzigen. Übrigens, hast du schon von jener Karte gehört, die es nur einmal auf der Welt geben soll? Der blutroten Königin? Was würde ich dafür geben, nur einen Blick auf sie erhaschen zu können? Falls sie wirklich existiert. Ich wette, sie ist eine unfassbare Schönheit. Ach, Jana, das ist sehr gut. Was auch immer der raucht, isst oder trinkt, gesund kann das nicht sein. Nein, nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. So, das heißt, wir haben jetzt hier alle Kartenspieler fertig. Okay, Mädels. Das heißt, ich muss wieder raus aus euren heißen Outfits. Ist zwar schade, aber... Hatte ich hier schon die Mission angenommen? Nee, ne? Nee. Ja, nehmen wir an. Nehmen wir auch schon mal an. Oh, die eine Mission ist sogar gleich hier. Aber ich nehme sie jetzt einfach nur an. Weil ich will mich heute wirklich um die Karten kümmern, weil ich es sonst nicht schaffe derzeit. Mit der Nachteil, wenn man Lehrgang hat. So. Habe ich noch näher ran? Dankeschön. Kann ich hier hin spawnen? Da hin spawnen? Nein? Nein? Die 2 mm, ne? Also. Ja, kannst du mal gucken schauen. Ich hab hier gewonnen, ne? Bin ganz alleine. Das ist für diesen Monat.
Oh, genau, das ist der nämlich, der uns ja gesagt hat, wir sind noch nicht so weit. Jetzt sind wir es ja. Datenbankabfrage, keine gemeinsame Spielhistorie, gegnerische Spielstärke hoch. Meine Modellbezeichnung lautet Weiß 3.0, Version 2.0. Ich bin der weltweit spielstärkste Kartenspielroboter. Nach meinem Versionsupgrade liegen noch keine Belastungstests zur Performance vor. Deine Spielstärke sollte für eine empirische Analyse ausreichen. Möge der Regenstärkere gewinnen! Kurze Frage, hat die Shetley programmiert? Jetzt nur, bei einem Sieg steigt dein Rang. Ah ja, okay. Deshalb bin ich Blutbaron. Ich hätte die Hände davon lassen sollen. Es war nicht nur eine Legende, sondern die Welt. Das Zittern hört nicht auf. Ich muss die Karte zerstören. Ich weiß es. Und trotzdem... Nun ist es zu spät. Die Würfel sind gefallen. Spielerin, der du auf der Fähre begegnet bist, hat sich offenbar in Gongar
zwischen euch beiden wäre unumstritten ein echter Geniestreich. Fordere sie doch heraus. Bengel weiß noch mehr. So, dann haben wir das. Ja, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht, ich weiß. Was soll ich sagen? Dankeschön, Dankeschön. Habe ich gut gemacht. Yeah. So, 10 von 10, 2 von 3, 2 von 3. Hier war doch, glaube ich, auch noch einer, der neu dazugekommen war. Oder war das der, den ich vergessen hatte zu machen? Genau, genau da. Müssen wir erstmal noch dahin. Herzlich willkommen in Cosmo Canyon. Möge der Planet. Würde ich jetzt auch behaupten. Kann ich hier eine Schnellreise machen, bitte? Nein. Mentor. In letzter Zeit besuchen sehr viele Touristen. Wo war hier ein Mentor? Da. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Ach ja, stimmt ja. Wohin ja. soll es gehen? Also der schwarze Blitz sein, ne? Das ist also Cosmo Canyon. Nö, ist nicht der schwarze Brett. Es ist hier so unübersichtlich. Bin ich von dort aus denn da hoch, oder? Manchmal wünsche ich mir so einen Wegweiser wie bei Eloy. Nö, na, wir hat auch nicht so immer präzise angesagt, aber war besser wie nichts. Boah, ich bin so gut, ne? Einfach der Nase nach. Die Shinra-Gebärdensprache? Ich bin Ex-Soldat. Die Shinra-Gebärdensprache wurde für Handzeichen bei Einsätzen verwendet. Ich habe daher Grundkenntnisse. Du willst spielen? Was ist nicht die Gebärdensprache zu lernen? Komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Einst gab es eine so schöne wie gutherzige Königin. Sie wurde vom Volk verehrt und liebte es in gleichem Maße. Jedoch änderte sich alles über Nacht. Die Königin wurde zu einer grausamen und herzlosen Herrscherin. Als hätte man ihr komplettes Innerstes ausgetauscht, während ihr Äußeres gänzlich unverändert blieb. Seitdem war Krieg der Königin Ziel. Auf Kosten des Volkes. Je weiter sich ihr Land erstreckte, desto größer war das Schwert. Doch dann erschien eine Hexe und sprach zum leidenden Volk. Sie nannte sich Smaragdhexe und verfügte über geheimnisvolle Kräfte. Sie führte das Volk an, ergriff die Königin und bestrafte sie. Vergossen wurde, entstanden schreckliche Ungetüme, die fortan die ganze Welt bevölkerten. Das ist die Geschichte der blutroten Königin. Nichts als ein Märchen, Legende, eine Sage. So dachte ich. Jedoch existierte sie wirklich. Ja, und schon bald wird sie wieder unter uns wandeln. Du weißt, was du zu tun hast. Die blutrote Königin. Sie darf nicht wiedergeboren werden. Ich konnte es nicht verhindern. Nun liegt es an dir. Ja. An dir, Cloud. Ich werde im Haunted Hotel warten.
Beeile dich. Tut mir leid. Ich fühle mich etwas unwohl. Sag mal, Cloud, hast du schon mal von der Karte der Blutroten Königin gehört? Sie ist ein Unikat und eigentlich unbezwingbar. Doch es gibt tatsächlich eine Karte, die etwas gegen sie auszurichten vermag. Die Karte der Smaragdhexe. Entschuldige, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe zu viel gespielt. Ich sollte besser eine Pause einlegen. Ich gratuliere. Du hast nun den Rang Blutfürst erreicht. Ich habe überdies eine Nachricht erhalten, die an dich adressiert ist. Ich warte in einem Hotel des Gold Sorcerers auf dich. Gezeichnet ein freundliches Phantom, lautet sie. Ist das etwa eine Einladung zu einem Spiel? Ah, dort, wo wir schon waren, okay. Grüße dich, Flavie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht es dir? Mann, die Story wird immer interessanter. Hab ja gesagt, ne, da steckt weitaus mehr dahinter. So, wir müssen eh ins Gold Saucer. Ich habe jetzt bloß nur die Angst, dass ich die Hauptmission dadurch auslöse. Ich muss da hin. Ich will hoffen, dass ich nicht das Teil auslöse. Darauf habe ich irgendwie so gar keine Lust. Speichern vorher. Falls was auslösen, kann ich abbrechen und das war eine hervorragende Idee. So. Nur noch da. Ja, Flamey, ich stehe voll hinter dir. Ich stehe voll hinter dir. So. Nicht Blutfürst. Ah. Unter wie Öl, du. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.